Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Unreal World. Wir wollten aufbrechen. Es ist der frühe Morgen, wir wollten uns mal umschauen. Wir haben ein bisschen Fisch dabei, ich glaube, ein bisschen Fisch nehme ich noch mit. Für den Fall, wer weiß, wie weit wir abkommen von unserem Kurz. Dass wir ein bisschen was zu essen dabei haben auf unseren Ausflug. Mal rauszoomen auf die Karte. Die zeigt natürlich noch nicht allzu viel. Ja, um genau zu sein, zeigt sie gar nichts. Kann ich nur irgendwie reinzoomen? Das geht, glaube ich, nicht, oder? Nö. Aber gut, kein Problem. Ja, mach wieder runter, bitte. Okay. Dann mal los. Gehen wir auf die Übersichtskarte. Wir haben hier die erste interessante Insel. Einmal betrügen, dass wir uns hier durch mogeln. Okay. Soweit so gut, viele kleine Inseln. Die sieht vielversprechend aus mit Bäumen. Relativ viel Platz. Okay. Noch keine weitere Siedlung gefunden. Das ist ja unsere Insel hier. Sehen wir wieder unseren Verschlag angezeigt und auch hier direkt rechts neben uns die Fischernetze. Hier haben wir eine süße kleine Insel. Oh, hier oben ist eine interessante Insel. Die sieht doch mal spannend aus. Die werden wir mal ein bisschen näher erkunden. So, unser Floß bleibt dort. Ein bisschen was trinken. Ein bisschen was essen. Dann gucken wir uns hier mal um. Dann kann man ja sagen, eine Insel wie die andere. Wichtig ist aber auch, dass wir reichlich Platz finden, um ein Haus zu bauen. Gut, das Haus wird nicht so riesig. Aber selbst kleine Häuser benötigen schon einen gewissen Raum. Hier könnte man ein gutes Haus hinbauen. Wenn man hier anfangen würde, hier rum, so in etwa. Das wäre möglich. Ein bisschen mehr Platz hätte ich aber schon gerne. Hier wird sich das anbieten, wenn man sich jetzt einfach mal die Bäume wegdenkt. Das wäre möglich. Wichtig ist halt für mich auch, dass man nah am Wasser bauen kann. Denn die ganzen Baumstämme, die wir tragen müssen, die wir schnitzen müssen, um das Haus zu bauen, das kostet viel Kraft. Hier unten, es fällt eigentlich ziemlich steil ab hier am Wasser. Einmal kurz die Karte nachgeladen. Okay. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Also, ja, keine schlechte Insel. Hätte aber gerne, wie gesagt, ein bisschen mehr Platz direkt am Wasser. Hier lässt sich einfach nichts bauen. Das hier hochzuhieven, die ganzen Baumstämme, das ist auch unheimlich anstrengend. Hier unten, das wäre schon wieder interessant. Wenn das jetzt noch ein bisschen weiter wäre. Also diese Dinger hier, die können wir nicht abbauen. Das funktioniert nicht. Können wir direkt am Wasser anfangen zu bauen. Das wäre möglich. Eins, zwei, drei, vier. Ah, ein bisschen mehr Platz bräuchte man noch. Wenn die Ecke hier nicht wäre. Dann wäre das schon ein richtig schöner Platz, um ein Haus zu bauen. Das ist ja schon ein recht großes Haus, welches wir bauen. Aber wir brauchen Platz. Wir brauchen Platz für einen Ofen im Haus. Brauchen Platz für ein Bett, für einen Tisch. Climb it? No, bitte nicht hochklettern. Klettern ist in dem Spiel immer gefährlich. Legt man sich irgendwo hin, bricht man sich was. Übel. Das ist eine interessante Ecke hier. Hier könnten wir schön ein Haus hinbauen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Felder dürfen das sein. 5 mal 5. Interessanter Platz. Interessanter Platz. Aber wenig Platz für Landwirtschaft. Da braucht man natürlich auch noch Platz, freie Fläche. So eine freie Fläche wäre zum Beispiel schon mal da, wenn ihr euch hier die Bäume da wegdenkt, wäre das interessant, wenn man hier dann Sachen dann nachher anpflanzt. Also ich weiß gar nicht, was man anpflanzen kann. Ich glaube Kartoffeln und sowas, das funktioniert auch. Dass man sich praktisch dann selbst versorgt und nicht nur vom Fisch versorgt. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Aber gerade im Winter, wenn alles zugefroren ist, ist das schon nicht immer so einfach. Oh, jetzt hat er mir das Raft nicht angezeigt. Aber das war hier vorne irgendwo. Sind wir praktisch einmal um die Insel rumgelaufen. Also auch nicht übermäßig groß. Wo ist mein Raft? Nicht ins Wasser. Nein, du sollst doch nicht ins Wasser. Irgendjemand hier mein Raft gestohlen? Ne, wollte schon sagen. Interessante Insel. Schauen wir uns mal die Insel hier oben an.
ist mir zu klein. Interessant, dass wir noch keine anderen Dörfer gefunden haben. Schauen wir uns die Insel mal an. Klar, mit einem kleinen Berg. Hier könnte ich erst wieder nur hochclimben. Mache ich nicht, laufe ich also drumherum. Interessant sind natürlich auch Höhlen. Da könnte man sich auch niederlassen. Was haben wir hier überhaupt? Was liegt hier auf dem Boden? Blueberry Shrubs hier. It can be harvested after couple of months. Also ein paar Monate noch, dann können die hier geerntet werden. Diese Blaubeeren, Blueberries. Ja, die eine Insel hat mir schon zugesagt. Hier, das ist auch interessant. 1, 2, 3, 4 Flächen nur. Dafür können wir aber mehr in die Breite bauen. Das ging auch. Aber hier müssen wir climben. Und wenig Platz natürlich wieder für Landwirtschaft. Relativ wenig. Man, den perfekten Platz, den wird es wahrscheinlich nie geben. Ja, jeder, der eine Wohnung sucht. Kennt jeder. Nee, ist nicht unbedingt so die Insel, die mir zusagt. Schauen wir mal weiter. Da fällt mir auch ein, wir müssten mal wieder die Fallen kontrollieren, die ich ausgelegt habe. Nicht, dass da schon irgendwas drin ist und dann verreckt ist. Das, was dann nicht mehr benutzen können. Okay, mal auf die Karte gucken. Wir sind hier der kleine rote Punkt. Dort. Da ist eine Village. Und Traps werden auch angezeigt. Unser Shelter. Okay. Fahren wir mal zu unserer Insel wieder runter. Hier ist sie. Welche Insel war das nochmal, die wir uns angeguckt haben? Habe ich schon wieder vergessen. War das die hier? Hier war das, oder? Ich glaube, die hier war das, genau. Ja, nicht uninteressant. Ich trinke mal was. Und ess mal was. Trink noch mal was. Ist ja immer schön salzig, der Fisch. Ja, auch eine interessante Insel. Schauen wir uns die mal an. Auch wieder so steil hier alles an der Küste. Nope, nicht ins Wasser. Da wird ja wieder nur alles. Alles kalt. Ja, die Gälte im Wasser. Was haben wir denn hier liegen auf dem Boden? Growing weird mushrooms hier. Ja, das mit den Pilzen sollte man, wenn man keine Ahnung hat, was man dort einwirft, nicht einwerfen. Ist dann auch, ist man dann schnell dabei zu sterben. Ist dann immer ein doofer Tod, nur weil man irgendwas gegessen hat, was man nicht kennt. Muss man mit der Zeit rausfinden. Ich glaube, man kann auch die Sages, also die Gelehrten in den Dörfern befragen. Die helfen einem auf jeden Fall, wenn man verwundet ist. Ja gut, eine Insel wie jede andere. Nicht uninteressant. Die Insel hier oben, die müssen wir uns mal. Oder die behalten wir mal im Auge. So, ab nach Hause. Dann schauen wir mal, was die Fallen machen. Ein bisschen weiter vom Wasser muss ich noch weg. Sind ein bisschen müde, das ist okay. Mal nichts drin in der Falle, außer Fisch. Will you walk into a trap? No. Mal umdrehen, genau, da ist die Falle. Auch nichts drin, ja, schade. Vielleicht gibt es auch einfach nicht genug Getier auf dieser Insel, welches dort reinrennen könnte. Die vier Fallen und nichts drin, außer Fisch natürlich. Den hätte man natürlich dann auch andersweitig benutzen können. Ja, wie dem auch sei. I don't have anything to eat. Das ist nicht so gut. Wir sind auch so ein bit tired. Später Nachmittag. Könnten eigentlich nochmal aufbrechen. Ein bisschen in den Süden fahren. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Hier wieder kleine Inseln. Nicht uninteressant. Hier eine etwas größere Insel. Immer noch kein anderes Dorf gefunden. Hier aber eine süße kleine Insel.
so irgendwo im Nirgendwo liegt. Viele Bäume ist gut, aber auch wieder nicht allzu viel Platz an den Küsten. Ja gut, man könnte natürlich auch das Haus hierhin bauen, zum Beispiel auf so einer Ecke, dann wäre es nicht direkt am Wasser. Aber umso mehr halt, ja. Oh, sehe ich gerade zum ersten Mal. Day 5 of 6th week before Summer Point. Der fünfte Tag der sechsten Woche bevor Mitsommernacht. Okay. Oh, das ist doch mal perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, das dürften Fünfer sein, oder? 1, 2, 3, 4. Okay, ist nur ein Vierer, aber eine Breite können wir bauen. Das ist doch fast schon die perfekte Insel. Hier dann mit Platz für Landwirtschaft. Müsst ihr euch hier die Bäume wegdenken. Könnten wir dann dort anbauen. Sogar hier andere Früchte, die wachsen. Growing Lingonberry. Okay, was haben wir hier? Oh, nochmal Lingonberry. Pleasant Berry Shrub. Okay. Natürlich viele Bäume. Das heißt, wir müssen gar nicht mal so viel Holz von anderen Inseln heranschaffen. Auch wenn hier einige Slender Trunks dabei sind, Slender Trees, dünne Bäume. Ich glaube, das können wir direkt in der nächsten Episode angehen. Das ist jetzt wieder so eine spontane Bauchentscheidung von mir. Und zwar hier hinfahren und dann direkt schon mal hier alles abholzen. Beziehungsweise Schritt 1 wäre natürlich, dass wir unsere Zelte abbrechen, wo wir jetzt leben, auf der kleinen Insel. Oder auf der etwas größeren Insel. Das hier ist ja eine kleine Insel. Dass wir das dann hier neu aufbauen und uns dann dran machen, ein Haus zu bauen. So, schauen wir mal. Genau. Ist auch recht einfach wieder zu finden. Muss man nur die Insel hier merken. Nicht, dass ich auf der anderen Insel hier lande. Da oben zum Beispiel. Wir sind nicht allzu weit weg von der einen Siedlung. Hier irgendwo. Wo war sie denn nochmal? Ist auch egal. Hier ist sie auf jeden Fall. Gut, machen wir das. Machen wir das, machen wir das, machen wir das. Aber dafür würde ich sagen, essen wir erstmal was. Bis wir satt sind. Und trinken noch was. Und gehen dann ins Bett. Schon wieder später Abend. Und pennen eine Runde. Ja, wieder irgendwas gesehen. Egal, weiter schlafen. Wird schon nicht sein. Okay, und dann können wir faktisch unsere Zelte hier abbrechen. Macht es Sinn, die abzubrechen, oder macht es Sinn, die eher hier zu lassen? So praktisch als Außenposten. Sache Nummer eins, die wir machen, ist, halt, dafür müssen wir auf unser Floß die Netze überprüfen. Kein Feuer machen. Feuer auf dem Wasser. Sehr schön. Jetzt nochmal. 17 Leverets. 38 Pfund. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann lassen wir einfach das hier als Außenposten und bauen das, was wir jetzt hier aufgebaut haben, auf der nächsten Insel nochmal auf. Das heißt, ein Shelter und ein Keller. Und machen uns dann nebenbei auf der anderen Insel halt dran, dort ein Haus hinzubauen. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das macht Sinn. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Würde ich sagen, ich esse nochmal was. Was dabei? Lecker, lecker, lecker. Das machen wir dann auch so. Genau, das lassen wir dann einfach hier praktisch als Außenposten und bauen dann nebenher auf der anderen Insel unser neues Zuhause auf, sozusagen. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.